Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 69 und auch die heutigen Mods, die ich hier vorstelle, was heißt auch, also die heutigen Mods, die ich hier vorstelle, sollten auch für die Konsoleros über den Mod-Hub zu bekommen sein. Hoffe ich wenigstens, dass es zwischenzeitlich so ist. Ich habe extra ein bisschen gewartet, es sind ältere, neuere Sachen dazwischen. Das heißt also, es gibt auch momentan einige Mods, wo halt Mod-Klau betrieben wird. Allerdings jetzt nicht bei der heutigen Folge, aber auch andere Folgen. Also deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt tatsächlich immer nicht eine Mod rausbringe, die jetzt, ja, seit einer Stunde draußen, hier ist das Video. Finde ich natürlich für euch aktuell super, aber ist halt nicht unbedingt immer sinnvoll, weil wenn dann einen Tag später der Link weg ist, weil ne, Mod-Klau keine Freigaben gehabt oder sowas, stehe ich nicht so drauf. Also wie gesagt, bei mir kann es also sein, dass ihr da Sachen seht, die vielleicht einen Tag älter sind oder so, ja, aber die sind dann auch normalerweise noch zu kriegen. Das ist halt ja selten, dass die Mods dann wegfallen und die Links wegfallen oder dass man irgendwo einen extra Download-Bereich anlegt, wo ihr die dann kriegen könnt und es ist trotzdem geklaute Inhalte mit drin, stehe ich nicht drauf. Ne? Also Mod-Klau in keinster Form zu unterstützen, so simpel ist es halt nun mal. Ne? Also, wir fangen an mit, ja, Unterständen und mit Lagergeschichten, so wie es aus. Also zwei Sachen, zwei Mods. Einmal sind es diese Hallen, die ihr hier nebeneinander seht. Hier schöne Unterstellmöglichkeiten. Ne? Ihr seht hier schön den Stahlträger noch ein bisschen angeranzt und so. Das sieht also schon gut aus. Ein paar Verstrebungen. Man kann hier dann schön was drunter stellen. Hier hinter seht ihr den gemauerten Part. Hier gibt es eine Tür. Ich weiß nicht, ob wir dafür klein genug sind, da reinzukommen. Moment. Da hat die ganze Türgeschichte so ein bisschen gehakt. So, aber das Rolltor funktioniert und hier seht ihr dann die passende Halle dann dazu. Ne? Wenn wir hier jetzt durchgehen, hier habe ich jetzt also ne, Beleuchtung anschalten, eher. Und dann seht ihr selber, die ist auch vernünftig ausgeleuchtet. Ne? Seht ihr oben die schönen Fenster noch dabei. Sieht also sehr gut und stimmig aus. Bisschen Deko in der Ecke da, wo sie nicht stört. Kann man ordentlich was reinfahren. Tor ist auch nicht zu klein. Mache ich einfach mal wieder zu. Wenn wir einmal rumlaufen, sehen wir hier hinten auch noch ein bisschen Deko-Sachen dran, Belüftungsgeschichten und sowas in der Richtung. Also die ist schon ganz gelungen. Die zweite, die hier gehört auch dazu, hat hinten den gleichen Effekt, was die Deko angeht. Hier an der Seite noch so ein bisschen Leitergeschichten und ist dann mit Toren von der breiteren Seite, weil sie auch innen drin größer ist. Aber ihr seht selber, man hätte hier noch ein drittes Tor reinmachen können, aber hier ist der Boden ein bisschen ungleich. Ihr seht also, man muss halt ein bisschen mit der Bodenplatte gucken, wie es hinkommt. Ne? Also ein bisschen darauf achten, dass das alles ein bisschen angeglichen ist, weil da hinten sehe ich auch leichte Luftschlitze. Ist mir beim Aufstellen gar nicht so aufgefallen. Ja, auch hier, wir haben eine ganz normale Lichtgeschichte haben. Ne? Seht ihr hier, ich kann mit R, egal wo stehe, das Licht anmachen. Auch eine schöne große Halle, kann man nicht anders sagen. Hier kann man ordentlich was reinstellen und was reinfahren. Finde ich also auch schon ziemlich gelungen. Ziemlich schönes Ding. Und die dritte im Bunde, die hat hier so ein bisschen Deko-Part. Ne, aber auch, wie gesagt, ihr seht immer so platziert, dass es jetzt beim Reinfahren oder beim hier Unterfahren nicht stört. Also man kann jetzt schön hier mal wegen was Kurzes unterbringen. Ne? Man hat hier außen dementsprechend auch Licht. Kann hier schön in den Lücken passend Sachen reinfahren. Also ne, normale Maschinerien oder sowas reinfahren. Das ist schon schön. Und hat dann zusätzlich hier noch die große Halle. Ne? Mit hier den Doppeltürbereich für die größeren Geräte und wir haben dann hier nochmal einen extra Punkt und da seht ihr es auch schon, hier ist ein schöner großer Werkstattträger drin. Also sehr schön gemacht, finde ich also sehr gelungen, auch den Party mit der Werkstatt. Ne? Aber ist klar, ist es natürlich auch nicht gerade klein, man muss den Platz haben. Hier habt ihr wieder ein bisschen Deko drumherum. Ne? Also ihr seht selber, schöne Dinger, aber man muss natürlich auch mal den Platz dafür haben. Ne? Aber wie gesagt, das hier ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Ding. Kann man nicht anders sagen. Ja, das hat was. So, ja, dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Und das sind, ist die Mod mit den Unterständen. Da fangen wir mit dem kleinsten hier an. Ich zeige die gleich alle zusammen im Shop, ne, klar. Hier ist einmal ein Unterstand an sich. Ne, hier hinten ist zwar eine Tür, aber ihr seht selber, hier ist irgendwie nichts zum Aufmachen. Das ist einfach nur ein Unterstand wie so eine Art Garage mit einem Bereich dahinter. Die Gießkanne ist im Verhältnis gesehen zum Unterstand natürlich ein bisschen groß, kommt sie mir vor, aber ne, wir haben hier dann nochmal einen normalen kleinen Unterstand, also texturenmäßig sonst, ne, klar, ist nichts dran zu meckern, sieht alles ganz okay aus, ne, auch die ganzen
sich oben noch eine Leiter hingehängt hat oder sowas. Das finde ich alles ganz okay. Dann haben wir einfach einen schönen kleinen Metallunterstand. Ne? Den kann man sogar versetzen, so wie es aussieht. Also jetzt nicht hier in-game, aber in echt könnte man ihn vielleicht irgendwie versetzen, ne? Weil er einfach auf dem Gestell steht. Dort drüben ist schon ein bisschen schwerer. Dann werden die Unterstände etwas größer. Und wir haben hier auch einen größeren Bereich. Was wir jetzt hier nicht haben, ist Licht. Hier wäre natürlich Licht nicht schlecht gewesen. Wir haben da oben ein bisschen Verwitterungsgeschichten. Hier unten einen schönen Betonsockel oder sowas. Und auch die Texturen vom Holz. Und hier unten das der abgeschwungene Putz. Das sieht alles super aus. Und auch die Träger hier, ne, die so ein bisschen angerostet wirken. Aber hier hätte ich mir vielleicht noch ein kleines Lämpchen drin gewünscht. Ne? Aber sonst, in dem Sinne, schönes Ding. Und dann haben wir noch die kleine Variante hier, die längere. Das heißt, hier kann man dann auch mal ein LKW oder sowas reinfahren. Von der Größe her wahrscheinlich sogar auch zwei. Ne? Mit Auflieger hinten dran. Da hat man dann ganz locker Platz vor, texturenmäßig. Gleiche Grundlage wie bei denen drüben auch. Hier ist nur der Betonsockel etwas höher. Also, sehr schöne Sachen dabei. Kann man nicht anders sagen. Wir schauen uns das Ganze auch mal an. Also, das hier sind die ersten. Also, das ist die Variante. Moment. Ich drehe das mal so rund. Das ist die Variante in ganz groß. Da müsst ihr 140.000 für bezahlen. Die Variante mit den zwei großen Türen, die dann rüber geht, wo man rechts noch gerade rumfahren konnte, die liegt bei 90.000. Und die Kleinstversion, die wir ganz am Anfang gesehen haben, die hier stand, die liegt bei 45.000. Die Unterstände ist so, dass der kleine am Schluss bei 35 liegt. Der größere Breite mit 40.000 echt günstig ist. 20.000 für den ganz kleinen, das finde ich verhältnismäßig etwas teuer. Der hier ist dann hier mit 25.000 mit dem Anbau wieder dran. Ne? Auch wieder okay. Also wie gesagt, das sind die Sachen. Sehr schön. Ich finde auch die Hallen hier sehr schön. Also echt schön gemacht, die Sachen. So, dann gehen wir hier aus dem Menü wieder raus und hüpfen. Und zwar, wir hüpfen mal bis aufs Feld. Und da sind wir auch schon. Ich hüpfe eine Runde raus und ihr seht jetzt auch schon dran stehen, Köckerling, Trio. Und wir sehen die genaue Bezeichnung unten, nämlich die 300M-Variante. Ne, hat die ganzen Reflektorenschilder, Texturen und sowas, sieht alles sehr gut aus. Wir hüpfen mal eine Runde ran. Machen mal den Helfer an hier. Und der sorgt mal dafür, dass hier die Frucht verschwindet. Und da seht ihr nämlich, es funktioniert einwandfrei. Er macht seine Arbeit. Wir holen ein bisschen Steine raus, aber da müssen wir mit leben. Also wie gesagt, schönes Teil, funktioniert einwandfrei sozusagen. Ne? Texturen, alles da. Ne? Und wichtiger Punkt hier hinten, mit Walze noch zusätzlich dran. Ne? Das passt dann dementsprechend schon. Schöne Kombo sozusagen. Ja, dann gehen wir eine Runde weiter. Ich kann natürlich vorher einmal im Shop zeigen, das fällt mir gerade ein. Das ist das Einfachste, das ist nicht vergessen. Da seht ihr es, ne? Die Trio 300M mit zusätzlich dem Balzenpart hier hinten dran gebaut. 140 PS hat sie dadurch bei 3 Meter Arbeitsbreite, 15 km/h Arbeitsgeschwindigkeit und ihr müsst 25.000 dann dafür bezahlen für die Kombo. So, dann laufen wir mal hier drauf zu und kriegen hier von Kuhn einen schönen Klassiker, nämlich die Deltis 2. Das ist in dem Fall die 1302 MTA3, wie es hier so schön steht. Das ist eine Spritze, wer hätte das gedacht. Die falten wir mal auseinander, nachdem ich den Helfer angemacht habe. So, Helfer, sag ich schon, den Motor angemacht habe. Dann seht ihr selber, wie sie hochfährt. Ne? Man sieht schön das Blitzen und Blinken in der Sonne. Das heißt also texturenmäßig, metallisch gesehen und sowas, sieht das alles sehr gut aus. Ne? Ich kann den Helfer anmachen, dann seht ihr auch, der Spritzvorgang und sowas, das funktioniert alles einwandfrei. Ne, jetzt kann man sich noch ein bisschen besser angucken. Also sieht hier mit den ganzen Details, mit den ganzen Schläuchen und Anschlussgeschichten. Ne, das ist schon ganz okay, das sieht schon echt gut aus. Kann ich ja sagen. Ne, also wer noch eine Alternative sucht, hier hinten steht das auch genau drauf. Die genaue Typenbezahlung hinten drauf zu sehen. Reflektorengeschichten, Beleuchtungsgeschichten werden weitergegeben. Also das funktioniert schon alles super. So, ja, auch die Blick in den Shop finden wir, wer hätte es gedacht, ne? Hier unter den Spritzen mit dabei, vorne ganze Hardy-Part, hier hinten kommt dann die Deltis mit dazu. 30.000 kostet sie bei 1.300 Liter, kann sowohl Pestizide wie auch Flüssigdünger auf 21 Meter Arbeitsbreite verteilen. Wenn wir das Ganze vergleichen, hier ist 24 Meter mit 1.200 Liter, ne? Für 34.000.
dass er mit 3 Meter weniger für 30.000 durchaus im vernünftigen Preisniveau auch zu den Geräten, die original dabei sind. Also das passt dementsprechend. So, ja, wir machen weiter und gehen zur nächsten Mod. Das ist das gute Stück, was hier steht. Deswegen steht es nämlich einfach auf dem Feld. Das ist ein Fliegel. Und zwar ein Fliegel, das seht ihr selber, ASS 298. Ich hüpfe einfach mal rein, mache den LKW an und mache den Abkippmechanismus. Und dann seht ihr, hinten geht schön die Klappe aus und dann wird das schön rausgezogen. Wir haben einmal die Schlittenversion, deswegen mache ich das mal so. Die bleibt dann stehen und dann der obere große Schlitten, der schiebt es dann bis zum Ende. Ja? Also eine schöne Geschichte, funktioniert auch einwandfrei. Hüpfen nochmal raus. Texturenmäßig seht ihr selber, sieht das alles gut aus. Wir sehen jetzt hier auch langsam den Schlitten wieder kommen. Ne, ihr seht selber, der Ansatz hier muss natürlich hier noch rausragen. Deswegen wäre es natürlich nicht ganz so praktisch, wenn man hier den Sattel ein bisschen weiter vorne hätte. Dann würde er einmal durch einen LKW durchpieken. Da spricht man kann gar nicht erst ankuppeln, logischerweise. Ne? Ja, texturenmäßig wäre diesen verzinkten Look, aber das ist ja dementsprechend in dem Bereich Standard. Beschilderung und sowas alles sind vernünftig da. Auch die ganzen Anschlussgeschichten und sowas. Die sehen alle ordentlich aus. Da kann man sich nicht beschweren. Ne? Hier seht ihr selber, ne? Die passenden Käbelchen sind gesetzt. Also auch das. Schöne Mod. Wir gucken uns die natürlich auch im Shop an. Hüpfen einmal drauf, scrollen nach hinten durch. 61.000 kostet er für 48 Kubik, den man dementsprechend transportiert. Ne? Da seht ihr selber, wir haben noch die Reifenauswahl zu, noch zur Ausstattung. Ich sage immer, 1000 mit 1000 ist ein Schnäppchen, aber dass es dafür, dass ein LKW-Aufleger ist, ist das durchaus noch ein okay Preis. Da kann man nichts zu sagen. So, dann laufe ich jetzt, ja, ihr seht das schon im Mod, ich weiß, ich laufe aber trotzdem optisch gesehen einmal noch zum Shop. Da steht nämlich nur eine einzige Sache, weil diese Mod, diese Ballengeschichte, besteht nämlich aus der 5300 FC Quadrant. Mit dem Vorbau hier vorne drauf, ne, nämlich der Lizard R90, den ihr hier seht. Das ist dann sozusagen der Aufnehmer in etwas breiterer Art und Weise, zusätzlich zu dem normalen. Kann man sich dann irgendwie ein Schmetterlingslaufwerk vorstellen. Ne? Wahrscheinlich ist die Aufnehmertechnik in den Pöttingern zum Beispiel vielleicht gar nicht mal so viel anders wie das hier mit der Weiterreichung. Ne? Also das ist einmal die Class-Variante hier, die ihr hier seht. Ne? Für Quaderball, klar. Ja, und die andere Variante, die in der Mod mit drin ist, also es ist eine Doppelmod sozusagen, ist die Version von Krone. Hier habe ich dann auch mal den Siliermitteltank mit drauf gemacht, damit ihr seht, auch das geht. Wir werden jetzt hier auch mal eine Runde reinhüpfen, werden hier das Ganze mal eine Runde aufklappen. Ihr seht, es geht nicht nur hinten die Ausgabe raus, sondern auch hier vorne der Part geht ran sozusagen. Dann senken wir das Ganze, dann geht die normale Aufnehmer runter, wie auch die anderen. Und dann machen wir das Ganze an und dann seht ihr, wie es dann losgeht. Ich versuche jetzt mal wirklich ein bisschen quer zu fahren. Dann seht ihr, das wird dann rüber transportiert und trotzdem aufgenommen. Ihr habt so bei, seht ihr, bei knapp 10 Meter Breite, die ihr dementsprechend dadurch genießen könnt. Ne? Also, das hat dementsprechend schon mal was, kann ich anders sagen. Ne? Sehr schönes Teil. Ne? Wir können auch mal hier vorne einmal rüberfahren. Versuche ich das nochmal möglichst außen anzunehmen hier. Und dann sehen wir es hier nochmal. So. Ja, das seht ihr selber, es wird rübergebracht. Oh, das hat er in dem Fall aber dann nicht aufgenommen. Ja, hatte ich auch schon mal Probleme mit, nicht mit dem Gerät selber, sondern mit der Aufnahme von dem hier in dem Bereich. Weil, glaube ich, hier das nicht richtig definiert ist oder nicht ganz so gut definiert ist, was die. Ja. Dann nimmt das auf. Ja, da muss man halt eben gucken. Manchmal sind die Seitenstreifen ziemlich dicht an der Straße dran. Dann variiert das Ganze ein bisschen. So, wir machen das erstmal wieder aus. Und auch das zeige ich euch, das gute Gerät, im Shop natürlich. Das finden wir dann unter Ballenpressen. Wer hätte das gedacht? Und dann ist man hier ganz am Ende. Und die kosten 185.000 mit dem Aufnehmer, brauchen 250 PS. Das ist bei beiden fast das Gleiche. Seht einmal, sind 245, ne? Und wir haben hier die Glasgeschichten. Ihr könnt das auch in anderen Farben noch kriegen, wenn ihr es wollt. Auch in dunkel, so wie es, ne? Wie ihr es wollt. Das geht einmal hier und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, die Reifenvariante dann zu wechseln durch den Reifenhersteller. Ändern sich die Profilgeschichten, das bleibt eh immer auf Standard stehen. Bei Krone haben wir das ähnlich. Bei Krone haben wir aber hier noch den Siliermitteltank zu setzen. Und dann können wir hier sagen,
Das soll dann in der anderen Krone Farbe sein, anstatt grün, in dem eher beigen Ton sozusagen. Also zwei sehr schöne Mods, sehen auch sehr gut aus, kann man nicht anders sagen. Ne? Ich werde das gute Stück jetzt hier einfach mal schön von der Seite aufnehmen, weil mit dem Blick hier auf das gute Stück, ahnt ihr es jetzt bestimmt, genau, sind wir am Ende der Folge für heute, so schnell geht's. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Sei nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.